Heaven Players vs. Pirates Cove. So. Ja. Oh ja, das werden wir noch öfters hören. Oh, Level 11. Okay, wir haben Schuhe, Handschuhe und die Saintswake-Karte bekommen. Heaven Players vs. Saintswake-Auswahl. Und hier braucht man das Saintswake-Ticket bzw. die Saintswake-Karte, die man von Pirates Cove bekommt. Und ich habe halt schon gegen Pirates Cove gewonnen und da hatte ich Glück und da war die Karte drin, deswegen habe ich das quasi aus dem hier reingeschnitten, so dass ihr nochmal seht, okay, hier für diese Mannschaft braucht man diese Karte. Das habe ich erst letztens angesprochen, weiß. Und dann kurze Zeit später kommt dann auch noch sowas. Ja, wie gesagt, falls ich die dann natürlich dann per Karte kriege, sofort kann ich dann immer wunderschön aus den ehemaligen ehemaligen Sachen hier ehemalig hier reinschneiden. Das finde ich ganz gut. Also seid nicht verwirrt, weil ich da noch mit spreche. Fitnessnummer. So, ich habe ihnen jetzt einfach mal den ewigen Eiswind beigebracht. Passt ja ganz gut zu ihm, weil Frost ihm ja quasi trainiert hat. Und er wollte den ewigen Eiswind eigentlich nicht lernen, beziehungsweise er hat dann durch den ewigen Eiswind ja eine neue Technik erlernt. Und somit hat er jetzt beides. Ich habe mich doch da jetzt dafür entschieden. Falls die Entscheidung doof ist, kann ich die immer noch wegmachen. Kommt ja auf die Kommentare an, was ihr dann schreibt. Ihr könnt ja auch eure Meinung dazu sagen. So, wir machen mal hier nichts. So, wir nehmen den Feuertornado. Gucken, ob das ausreicht gegen Princeton, aber er macht eh nichts. Sehr gut. Ich sollte mir eigentlich in Zukunft dann auch mir dann vormerken, dass ich, wenn hier sowas nochmal kommt und wenn ich das im jetzt hier irgendwas bekomme, dass ich das dann extra rausschneide. So dass meine Stimme halt nicht vorhanden ist. Finde ich angenehmer. Aber jetzt. Ich könnte jetzt tricksen. Und das Ganze. Ja. Teilweise neu aufnehmen und dann. Aber ich mach das jetzt nicht. Wir haben die App jetzt davon gesehen, dass die Karte dort getroppt ist oder so. Warum nicht? Sowas ist halt, ne, wenn man das blind spielt. Ist immer so die Sache. Kommt da noch an? Kein Abseits, sehr schön. Deswegen nehmen wir den Knallfrosch. Let's go! Das kann ich ja vorher nie ahnen, wann, wo die ganzen Sachen kommen und wie viele Tickets es gibt, etc. Das habe ich mir alles jetzt aufgeschrieben. Das sind tatsächlich 11 Tickets. Und davon haben wir schon. Habe ich das Bild jetzt gemacht? Ich hoffe mal nicht. Davon haben wir jetzt 1, 2, 3, 4 Tickets eingesetzt. Und. Ich habe ja noch ein paar Tickets schon bekommen. Von daher muss ich einfach nur aus dem Part rausschneiden, in den, wo wir das Ticket brauchen, reinschneiden, damit die Leute wissen, okay, für die Mannschaft brauche ich das Ticket. Falls sie noch nicht wussten,
Obwohl das Spiel eigentlich schon sagt, wenn man draufklickt, nutze Saintfeeds Karte. Könnte was bringen. Aber vielleicht wissen einige Leute nicht, wo dann auf einmal die Saintfeeds Karte ist. Oder sind. Oder andere Karten. Dann kann man nämlich hier den Part angucken und dann. Hey! Ah, okay. So kriege ich also die Karte. Deswegen mache ich das. Finde ich auch ehrlich gesagt sinnvoll. So. Ja, komm, ich nehme mal den Himmelstanz jetzt. Ist okay. Und dann nehmen wir den Schneeleoparden. Let's go. Und dann können wir Snio eigentlich auswechseln. Und der einzige Vorteil ist noch, dass wir ewige Eiswind öfters ändern könnten. Ja. Weil er ja 5 Punkte weniger ist. Sehr schön, 4-0. Hervorragend. Dann wechseln wir mal aus und holen mal ihn rein. Und hier sehen wir auch schon, dass ich ihm was Neues beigebracht habe. Der Rest ist... Ich pack mal jetzt mal ihn hier rein. Der kann auch mal einen Auftritt haben. Xene. So, jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt interessiert mich mal der Kartentrick. Ah ja, interessant. Was war das denn jetzt? Was war das denn jetzt? Soul hatte keinen Bock, den Ball anzunehmen oder wie? Ja gut. Oh, ich sag mal so, Kartentricks sieht interessant aus, aber... Aber so spektakulär ist das jetzt auch nicht. Aber gut, den leveln wir auf jeden Fall. Dann haben wir jetzt irgendwas auch, haben wir auch noch was hier. Jetzt habe ich gar nicht drauf geachtet, wie viel... Was brauche ich? 48. Der hatte Wert von 36. Ist eigentlich okay. 48 ist für ihn okay. Durch Overdrive. Verstärkt das Ganze ja auch nochmal. Feuersichel ist irgendwas mit 26. Ja. Passt eigentlich. Er hat zwar auch nicht unendlich, unendlich von TP, aber ich denke mal, mit Overdrive ist es ganz gut machbar jetzt. So, kommen wir an den Ball ran, bitte. Nein, Xene. Hol dir den Ball. Bumerang-Lopfer. Ja, das eine Tor kriegen wir noch. Gut ist aber, dass das eine Tor Xene macht. Er hat sein... Oh, verdammt. Das wäre abseits. Ich glaube, das wäre jetzt... Ich glaube, das ist abseits, wenn ich jetzt passe, oder? Ah, vom Risiko. Ja. Nein, das ist kein Abseits. Sehr schön. Gut, dann gucken wir mal. Hier, Xene in Einsatz mit Schattenakrobat. Damit der Gute auch mal was macht. Ich weiß nicht, wann er seine erste Technik erlernt. Bin ich mal gespannt. Er ist jetzt 22. Ob der Meteorklinge erlernt? Wenn nicht, dann werde ich ihm das auf jeden Fall beibringen. Das ist ja seine Spezialtechnik. Eigentlich sollte er eigentlich in der Alias-Form Meteorklinge können, weil... Hat er ja da immer eingesetzt.
So, Orca Clutcher. Und jetzt hat jeder auch verschiedene Techniken. So, dass keine tatsächlich doppelt ist. Dafür habe ich jetzt mal gesorgt. Kampfgeist kommt raus. Rex mit seinem Corvus. Ja, abseits. Volle Kanne. Wo war der Torhüter? What? Wo war der Torhüter? Oh, verdammt, ich kann nichts mehr einsetzen. Ernsthaft, wo war der Torhüter? Der war gerade spurlos verschwunden. So, und Magmabögen. Zack. Ich bin gespannt, wann das V2 wird. Ah, okay, ich dachte, er geht jetzt gegen Pfosten. Weil er bald irgendwie Richtung Pfosten geflogen ist, aber das Spiel registriert, dass es ein Tor ist. Ist okay für mich. Ich würde sagen, ich wechsle jetzt mal nicht aus. So, dann leveln wir mal Orca-Klatscher. Ich bin mal gespannt, welche Technik wir als allererstes am höchsten bekommen. Kommt er noch ran? Nein. Nein, nein, da kommt er nicht mehr ran. Ist aber okay. Müssen wir auch überlegen, was ich zu sämtlichen Leuten an Kampfgeister gebe. Aber dafür brauche ich Kampfgeistmünzen. Und halt auch Kampfgeister. Ich habe ja so gut wie gar nichts. Oh, okay, der hat nicht geschossen. Interessant. So, er hat die Jumbo-Presse behalten. Ich habe unseren Torhüter was anderes beigebracht. Was eigentlich sehr nützlich ist, und zwar Windhose in der Blockertechnik. Die uns auf jeden Fall manchmal helfen könnte. Wenn irgendwelche Schüsse kommen, setzen wir ihn als Libero quasi ein und dann kann er hier auf jeden Fall ablocken. Kettenschuss. Nein. Nein. Kein Kettenschuss. Will ich nicht. 7-0. Ja, okay. Obwohl ich mich eigentlich auch nicht bemüht habe. Aber egal, wir haben S-Rang. Und wenn wir noch eine Mannschaft S-Rang haben, dann können wir alle Truhen öffnen. Das sollten wir eigentlich hier hinkriegen. Bin gespannt, was die nächste Mannschaft ist. Puh. Und was wir noch so schöne Sachen, noch schöne Sachen bekommen. Wir haben das andere, ich habe den Sieg. Wir konnten nur verlieren. Favoritensieg. Haha, okay. Okay, wir bekommen Royal Spray und Schuss plus eine wunderschöne Fähigkeit. Ob ich die jemals einsetzen werde, glaube ich eher nicht, weil ich bin nicht so auf Fähigkeiten aus. Also wenn Schussgewalt kommt, dann würde ich auf jeden Fall einen Torhüter beibringen. Aber ansonsten glaube ich eher nicht. Kommt drauf an, was für Fähigkeiten. Ihr habt da bestimmt Tipps und Tricks. Ihr könnt sie alle mehr in die Kommentare reinschreiben. Auf geht's zur nächsten Mannschaft.